Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, gleich vorab, wir werden den Gesetzentwurf zum Krankenhausstrukturgesetz ablehnen. Und jetzt kommt's. Nicht, weil das Gesetz gar keine vernünftigen Detailregelungen enthält. Zum Beispiel haben wir ja bei der Palliativmedizin auch ausdrücklich zugestimmt. Auch nicht, weil wir etwa meinen, die bereitgestellten Milliardenbeträge bis 2020 würden den Krankenhäusern nicht helfen. Nicht mal das Argument, es wäre alles nicht ausreichend genug, werden wir bemühen hier. Sondern es ist das Versäumnis, dass mit dem Gesetz kein Schritt zur Lösung der völlig unzureichenden Investitionsfinanzierung gegangen wird. Geht los. Ja. Dies und die verschleppte Reform der bedarfsorientierten regionalen sektorenübergreifenden Versorgungsplanung und der darauf zu basierenden Entscheidungen sind die grundsätzlichen Bedenken, die wir gegen dieses Gesetz haben und weswegen wir es ablehnen werden. Denn sie führen zur Ausdünnung der Mittel für den Krankenhausbetrieb mit gravierenden Folgen. Und das möchte ich Ihnen an zwei Beispielen klar machen. Zum Beispiel Pflegenotstand. Mittel für den Krankenhausbetrieb werden für dringend notwendige Investitionen geplündert, zulasten des Personals. Schon ist so. Immer können Sie sich viele Krankenhäuser anhören. Schon seit vielen Jahren fordern wir, dass für die Pflege ausreichend zu kalkulierende Mittel auch in der Pflege ankommen, also sich in Personal widerspiegeln müssten. Auch wenn nunmehr die Fördermittel für die Pflege bereitgestellt werden, decken diese nicht annähernd den Bedarf, noch sind sie in der Größenordnung ausreichende Kompensation für die fehlenden Investitionsmittel. Ihr Stopfpilz wird immer zu klein bleiben. Ähnliches kann man auch am Thema Hygiene herleiten. Wer sollte schelten, dass Mittel für Hygiene modifiziert weiter bereitgestellt werden? Aber mangelnde sachliche Investitionen, also in die Sachen, und Investitionen zulasten des Personals sind eine latente Gefahr für die Hygiene. Auch hier wurde das Pferd politisch von hinten aufgezäumt. Nun höre, man könnte auch sagen, man legt erst Feuer und holt dann die Feuerwehr. Nun höre ich das schon bekannte Argument, die Länder sind doch für die Investitionen zuständig. Aber was hindert den Bund, den Ländern gesetzlich ein Angebot zu machen, von mir aus auch mit der Option, dass die Länder sich da entweder einfügen oder nicht, wo Investitionsbeteiligung an Planungsbeteiligung gekoppelt wird. Und dabei es zu stringenten Planungsentscheidungen kommt. So lässt sich der Knoten lösen, der seit Jahren und eigentlich seit über einem Jahrzehnt besteht. Und beim Strukturfonds scheinen Sie das ja auch geplant zu haben, ein Zusammenspiel von Kassen und Ländern. Es gibt ein konkretes Beispiel auch im Gesetzentwurf, nämlich die Notfallmedizin. Dort möchte ich auch noch mal einhaken und sagen, es gibt etwas, das Sie zur Notfallmedizin auf den Weg bringen. Ein Teil läuft längst, nämlich auch die Praxen an die Krankenhäuser. Das läuft ja bundesweit in unterschiedlicher Schnelligkeit. Aber es gibt ein erhebliches Defizit, das man auch jetzt schon stopfen kann, zumindest den Beginn dafür. Denn das sind die vorstationären Notfallleistungen, die weder personell noch sächlich vom Notfalldienst der KBV gelöst werden können. Das wissen wir alle. Und da gibt es ein Gap und da könnte man jetzt schon auf den Weg gehen und diesen Gap schließen. Das hat nichts mit Investitionsfinanzierung zu tun, nichts mit anderen Finanzierungen. Das ist ein echter Finanzierungsbedarf, der geleistet werden muss. Also, ich sage, mit einer korrigierten Entscheidung zur gemeinsamen Investitionsfinanzierung und Versorgungsplanung lässt sich sowohl der Pflegenotstand beenden, lassen sich die Arbeitsbedingungen mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Krankenhäusern verbessern, lässt sich die Fehlallokation beenden und das ist zum Wohle der Patienten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Zunächst mal Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Dr. Georg Nüßlein, CDU-CSU-Fraktion.